Hallo mein Lieben, hallo liebe Kampferprobe Community und ich begrüße auch die lieben Rafties unter euch zum zweiten Teil hier meines großen Balboa Guides. Mein Lieben, ich freue mich mega, dass ihr alle reinschaut, ich freue mich riesig, dass ihr alle dabei seid. Heute, nach dem ersten Teil, wo wir uns so ein bisschen Vorbereitung getroffen haben und so weiter und so fort, möchten wir heute das erste Mal bei der Insel Balboa an Land gehen, möchten uns den Überblick verschaffen und gehen dann schon Richtung Rangerhütte. In der Zwischenzeit zeige ich euch mal noch so zwei, drei Kleinigkeiten, die ich noch für euch vorbereitet habe. Zum Beispiel auch einen sogenannten Kescher oder ein sogenanntes Netz, weil wir können hier erstmalig auf dieser Insel Bienen fangen. Ja, wir können Bienen fangen, das ist eine neue Ressource. Diese Bienen können wir dann in so einem Bienenstock anlegen und die Bienen, die sponsern uns dann Honig. Na, also den Honig könnten wir dann herstellen mit Hilfe der Honigwaben, die von den Bienen kommen. Ne? Halt wie im richtigen Leben. Und dann können wir nochmal schauen, dann gibt es ja eine große, wie soll ich das sagen, es gibt jede Menge Bären auf dieser Insel und es gibt eine große Bärin. Das ist die sogenannte Bärenmama. Problem an dieser Bärenmama, die ist so stark und wenn die einmal zuhaut, dann fallen wir gleich um ohne Rüstung, dass wir gegen diese Mama definitiv nicht ankommen werden. Ist aber alles kein Problem. Wir werden sie umgehen. Und zwar, Mama Bär braucht etwas zu essen. Weil Mama Bär hat Hunger. Und das ist hier unsere Landezone. Schaut mal. Mama Bär hat nämlich Hunger. Mama Bär hat richtigen Hunger. Und wenn ihr das schafft, Mama Bär, wie soll ich das sagen, was zum Fressen zu geben in ihre große, große Futterschüssel, dann gibt es, wie soll ich das sagen, dann gibt es was ganz, ganz Besonderes. Es gibt dann Loot, es gibt Beute, es gibt den neuen Bauplan und wir dürfen dann in ihre Höhle. Und in dieser Höhle, was es da gibt, das zeige ich euch alles heute. Seid gespannt. Es macht riesen, riesen Spaß auf dieser Insel. Vor allen Dingen, das ist ein neues, ja, das ist schon ein neues Biom, weil das ist ein sogenanntes Nadelwaldbiom. Und da können wir auch neue Bäume abholzen. Und da kriegen wir auch dementsprechend auch wieder neue Ressourcen. Wie zum Beispiel die Pinien. So, jetzt gehen wir mal schnell hierher. Werden den Anker hier reinnehmen. Ja, wir sind eigentlich nah genug dran. Ne? Also sieht zumindest mal gut aus. Hier geht's los, da geht's hoch. Es gibt an dieser Balboa-Insel gibt es zwei verschiedene Anlegemöglichkeiten. Ich sage immer vorne und hinten. Das hier ist vorn. Warum ist das vorn? Weil hier vorne steht Warnung vor dem Bären. Und das könnt ihr hier vorne an diesem Schild, könnt ihr das gleich festmachen. Hier, ne? Warnung vor dem Bär steht hier dort. Und no park oder non-park personnel must turn back. Das heißt, hier oben laufen wirklich auf freier Wildbahn Bären rum. Jetzt habe ich hier noch so zwei, drei Dinge für euch vorbereitet, beziehungsweise für uns. Und habt es dann gleich in die Ankommenkiste reingepackt. Die Ankommenkiste ist im Prinzip auf unserem Raft immer die Kiste, wenn wir woanders waren looten, auf einer Insel oder im Story Hub oder keine Ahnung, auf so einer kleinen Loot-Insel, die hier im Meer öfters mal rumschwimmt, dann packe ich erstmal alles hier rein und zwischen den Folgen sortiere ich dann aus. Und das habe ich heute genau andersrum gemacht. Ich habe hier viele Kleinigkeiten reingepackt, die wir hier benötigen für diese Insel. Und zwar, wir gehen mal durch. Also, was wir als erstes brauchen, ist eine Metallaxt. Als zweites brauchen wir eine Schaufel, als drittes selbstverständlich noch einen guten Bogen und als viertes dann so ein Insektennetz. Diese Teile sind wirklich wichtig. Alles andere könnt ihr hier erstmal ja, getrost vernachlässigen. Ein bisschen was zu essen sollten wir uns noch mitnehmen und denkt bitte dran, eine volle Wasserflasche wäre schon genial. Ich pack mal alles rein, was wir so an Wasser haben. Sind leider nur drei Schlücke, ist aber kein Problem. Dem füllen wir gleich nochmal nach und warten nochmal kurz, bis es abgelaufen ist. Ja, bis es komplett durchgerodelt ist und dann könnte man sagen, starten wir hier unseren Turm. Wir können es aber auch anders machen. Schaut mal, wenn er schon auf den anderen Inseln war, kleine, groß ist egal, dann kriegt er wahrscheinlich immer so ein kleines Kontingent an Kokosnüssen. Ihr kriegt dann andere Obstsorten, kriegt ihr dann immer raus und so weiter und so fort. Und damit könnt ihr dann euch auch die erste Zeit damit verköstigen. Hier schaut mal, es gibt noch Wassermelonen und es gibt Mangos und so weiter und so fort. Mango hat für mich das beste Verhältnis, was Hunger und Durststillen angeht. Alles andere ist so ein ganz kleines bisschen, steht eher mehr das zu trinken oder steht eher mehr den Durst, ne, wie den Hunger. Bruce, ich wollte es gerade sagen, mein Freund, du bist leider, ja. Na, dann nehmen wir gleich das Fleisch auf. Passt, Heikopf, unsere zwei Pfeile haben wir auch wieder. Wunderbar. Das packen wir dann alles hier rein, ne, da machen wir gar nicht rum. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Bisschen was zu essen, wie gesagt, habe ich mitgenommen und so weiter und so fort. Ich überlege gerade, den Haken, gut, den Haken, den haben wir eigentlich immer dabei. Nehmen wir halt mal mit und dann würde ich sagen, ja, dann würde ich sagen, der Unterstützungsmango hier unten auch gleich mit ins Inventar rein. Was brauchen wir noch?
Eigentlich nichts mehr. Wir hätten jetzt nur noch warten wollen, bis das Wasser durchgelaufen ist. Schaut mal, ist komplett durchgelaufen. Das heißt, wir laufen los. Ne? Also es ist gar keine so große Vorbereitungszeit, sondern das haben wir, wie gesagt, alles in der letzten Folge gemacht. Wenn euch die Folgen auch interessieren, hier oben auf der rechten Seite habe ich so ein kleines i vor uns angepinnt gehabt, so in der ersten Minute meistens ist es bei meinen Videos. Da habe ich euch das komplette Tutorial für alle Folgen meines Tutorials zu Raft, habe ich euch da oben nochmal angepinnt. Ne? Das heißt, dann Tutorials alle Spiele und dann könnt ihr euch mal reinschauen und egal zu was ihr da habt, könnt ihr euch da Tipps und Tricks holen. So, also, dann gehen wir mal hoch. Das ist der Anfang der Insel Balboa, ihr seht es. Ich wollte gleich noch was zeigen und zwar gibt es hier diese verschiedenen Bäume. Ne? Es gibt jetzt hier, das sind ja, so wie es aussieht, sind das ja Birken. Das Problem ist dann, dass man die nicht abhauen darf. Warum darf man die nicht abschlagen? Ganz einfach, die sind etwas zu groß im Stamm. Und da erkennt ihr das, dass ihr die abschlagen dürft. Die haben auch keine grünen, oder die haben keine grünen Blätter. Nur Bäume, die wirklich ganz, ganz grüne Blätter haben, diese Bäume dürfen wir dann im Prinzip fällen. Aber das zeige ich euch auch noch gleich. So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Und zwar sind wir hier oben jetzt an der Insel Balboa. Schaut mal, dort unten geht es ganz, ganz tief runter. Hier ist alles gut. Wir werden jetzt mal hier noch eine Kleinigkeit zu uns nehmen. Vielleicht noch eine Mango. Genau. So. Merkt euch bitte, das ist schon der erste Weg hinter Richtung Ranger-Hütte. Hier geht es dann einfach kerzengerade nach hinten. Aber wir gehen jetzt hier hoch und schaut mal, das nächste Schild. Warnung vor dem Bären. Aufpassen, hier auf der rechten Seite ist schon die Schüssel von Mama Bär. Guckt mal. Na, hier benötigt 5 Wildbären. Damit können wir sie dann ablenken. Und das ist Mama Bär. Na, hier ist Mama Bär. Denkt bitte dran, dass wenn die kommt, die haut ein. Die macht immens viel Schaden. Und ihr seht, sobald wir da etwas näher kommen, geht die schon in Angriffsmodus. Das heißt, wenn ihr hier oben irgendwo vorbei müsst, seid so gut, so weitestgehend außen bleiben wie möglich. Ne? Also ihr seht's. Guck mal, jetzt hat sie sich sogar versteckt. Na, also ihr kommt hier vorbei. Ihr müsst halt ein bisschen Abstand wahren. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Aber alles gut. Passt. So, jetzt sind wir mal bei Mama Bär vorbei. Leider gibt es hier nicht so groß, also gibt es hier leider keine so eine Karte, die ich euch zeigen kann. Es gibt dann schon eine Karte, aber nur um einen ganz, ganz groben Überblick zu verschaffen. Ne? Jetzt gehen wir mal hier weiter. Und zwar möchte ich euch auch gleich den Weg zeigen, den ich vor uns gesagt habe. Das ist der erste Weg zur Ranger-Hütte. Das ist dann hier unten. Ne? Hier unten kommt man dann weiter. Guckt mal. Hier oben ist übrigens schon das Ende. Also wenn er hier hochlauft, ist es Ende. So, ne? Hier gibt es dann Relay-Station und so weiter und so fort. Ne? Und hier drüben dann auch. Hier gibt es dann die verschiedenen Schilder. Und hier könnt ihr dann, hier könnt ihr dann nach Herzenslust, könnt ihr dann hier hin und her laufen, könnt euch einen Überblick verschaffen, könnt euch hier an die Schilder orientieren und so weiter und so fort. Ja, hier gibt es die Ranger-Station, hatte ich ja vor uns gezeigt, Relay Station 4, Relay Station 6, Relay Station 2. Auf dieser Insel gibt es insgesamt 3 Relay-Stationen und eine Ranger-Station. Alles müssen wir besuchen, komplett alles und hier geht's wieder raus. Das ist der Weg im Prinzip, ne, genau das Gegenteil, deshalb sage ich, Kerzen gerade hoch, dann kommt ihr hier schon zum ersten Schild. Ich wiederhole es gerne nochmal. Das kann ich an einer kleinen Timeline dann machen, das ist alles kein Problem. Wenn ihr zur Ranger-Station wollt, macht bitte Folgendes. Wenn ihr vorne angelandet seid, na, dann geht es hier hoch, dann habt ihr hier oben wieder Mama Bär. Und ihr lauft dann bitte hier schön geradeaus bis zum ersten Schild und könnt euch an dem ersten Schild hier schon einen Überblick verschaffen, wo möchte ich denn überhaupt hin. Na, das ist hier eigentlich nicht zu übersehen, Ranger-Station und die Relay-Station 2, geht es hier in diese Richtung weiter. Es gibt hier verschiedene kleine, wie soll ich das sagen, verschiedene kleine Spots, auch im Wald direkt drin. Da könnt ihr euch zum Beispiel dann mit diesen Blaubeeren, ne, könnt ihr euch dann eindecken. Und jetzt wird es dunkel. Ja, ich sehe es schon. Wir gehen eh nochmal zum Raft gleich. Ich möchte euch nur mal vorneweg zeigen. Na, hier geht, also ihr habt es gesehen, Ranger-Station. So, die geht dann hier weg. Und dann lauft er halt einfach hier weiter hinter. Hier gibt es dann immer so kleine Zwischenwege und so weiter und so fort. Aber die Ranger-Station, die führt tatsächlich hier weiter hinter und dann geht es hier hinten rechts. Aber, mein Lieben, ich mache einen kurzen Schnitt rein. Es wird dunkel. Es wird Nacht, Senorita. Und ich bin sofort wieder da. Wir starten wieder von unten. Und dann zeige ich euch nochmal den Weg hier hoch Richtung Ranger-Station.
So, mein Lieben, und dann gehen wir nochmal los. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben kurz auf dem Raft übernachtet und gehen wieder den Weg hoch, dass ich es euch nochmal zeigen kann, dass ihr das auch verinnerlicht, wo der Weg hingeht, wie man da hochkommt und so weiter und so fort. Der geht hier so ein bisschen zickzack hoch. Dazu gibt es auch nichts zu sagen, so eine kleine Jump-and-Run. Einlage hier mit allem drum und dran, dann habt ihr hier auf der rechten Seite, wie gesagt, Vorsicht vor Mama Bär, die ist dort oben, auf der rechten Seite war da die Schüssel und ihr, meine Lieben, hier einfach geradeaus laufen, dann lauft ihr hier vor zum ersten Schild, dann habt ihr, wie gesagt, die Auswahlmöglichkeiten links zu den Relaisstationen 4 und 6 und rechts zur 2 und auch zur Ranger Station. Übrigens, wenn ihr dann schon bei der Ranger Station seid, ist die Relaisstation 2 nicht weit weg, das heißt, alle beide, ich sag mal, die sind dann fast derselbe Standort, ne? Jetzt geht's hier weiter. Und jetzt habt ihr hier das nächste Schild, schaut mal, ne, hier gibt es Ranger Station, bla bla bla, also laufen wir dann hier weiter. Das ist im Prinzip dasselbe, was ich euch gerade eben gezeigt habe, nur am Tag, so damit wir alles so ein ganz kleines bisschen besser sehen können. In der Zwischenzeit, ihr seht, ne, es ist kein Tier in der Nähe, es ist eigentlich gar nichts in der Nähe. In der Zwischenzeit frühstückt man ein kleines bisschen, wenn ihr keine Zeit verlieren wollt. Hier gibt es so zum Beispiel wunderschöne Ausblicksmöglichkeiten. Hier zum Beispiel ist das Innere. Das ist das, was ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, hier mit dem kleinen Eingang hier vorne. Ihr könnt jetzt zum Beispiel, wenn ihr noch ein paar Bären braucht, lauft ruhig hier runter, hier unten in diesem kleinen Anlagepunkt, schaut mal, dann habt ihr hier schon die Möglichkeit, einige Wildbären zu pflücken, das ist alles kein Problem. Hier hätten wir schon 3 Stück, guckt mal. Und wie gesagt, man kommt hier wirklich nur mit einem ganz, ganz kleinen Raft rein, wenn ihr das Ding überhaupt noch habt. Na? Und dann kann man hier, theoretisch könnte man auch landen und könnte dann hier hoch, aber... Ja, die meisten von euch landen draußen. Ne? Hier kann man übrigens auch keine Bäume fällen. Die sind alle nicht so grün, wie es den Anschein hat. Guckt mal hier, Warning, ne? No loitering, no littering, no cameras, no smoking or drinking. Bla bla bla. Es ist halt wie so ein kleiner, wie soll ich das sagen, schon wie so ein kleiner Nationalpark hier, ne? Wie so eine kleine Nationalparkinsel. So, und dann geht er wieder hier hoch. So, und dann seid ihr wieder genau an diesem Weg. Hier hinten ist das Schild. Ja, das wird dann hier hinten. Und ihr lauft hier dann einfach geradeaus und biegt jetzt hier vorne rechts ab. Schaut mal, ist eigentlich ganz, ganz einfach zu finden. Hier rechts ab Richtung Relay Station. Na, hier steht es dran. Relay Station und Ranger Station. Und hier, guckt mal, das sind diese Bäume, auf die wir so scharf sind. Guckt mal, was hier unten ist. Das sind Bienen. Richtig, das sind Bienen. Merkt euch bitte am dritten Schild. Am dritten Schild links runter, dann packt die Axt aus, dann gucken wir mal, dann gibt es nämlich die sogenannten Birkensamen, schon die ersten. Und hier unten bei dem Tannenbaum wird es auch dann hoffentlich die ersten Piniensamen geben. Und schaut mal, was es hier gibt. Schaut mal bitte, was es hier gibt. Das sind sogar 2 Bienenschwärme. Jetzt müsst ihr die ganz kleines bisschen zu euch kommen lassen. Und dann sammelt ihr die einfach. Ne? Und hier, ne? Hier ist der erste Kollege. Moin! Denk dran, der hält sehr viel aus. Der hält schon ein paar Treffer aus. Und immer Hit-and-Run-Taktik machen. Lasst den angreifen. Geht wirklich nur ein Stück zurück. Geht wirklich nur ein Stück zurück. Ihr braucht nichts anderes machen. Der hält genau 6 Metallpfeile aus. Das ist echt viel. Das dauert schon ein Stück, ehe ihr den ersten Bär wirklich gekillt habt. Hinterlässt aber sehr viel Fleisch, Leder und ihr kriegt auch alle Pfeile wieder. Ne? Ganz, ganz wichtig. Wir schnappen uns schon mal hier die nächsten Bienen. Denkt dran, die Dinger haben eine übelst schnelle Response-Zeit, die Bären. Müsst euch hier echt beeilen. Wahrscheinlich ist das vom Spiel so gemacht. Haben wir wieder 4 Bienengläser. Und guckt mal, hier befinden sich dann die Waben. Schaut mal. Na, hier gibt es dann die sogenannten Honigwaben. Das nehmen wir alles mit. Ist ganz, ganz wichtig. Guckt ruhig nochmal rum. Die Bienenwaben, die landen dann meistens hier an die Stämme dran. Und da gibt es schon ein paar hier zum Mitnehmen. Hier gibt es die Pinien. Wenn wir Glück haben. Haben wir natürlich nicht. Wie immer. Mal klar. Und hier gibt es wieder die Birken. Könnt ihr auf eurem Raft anbauen. Ne, die Birkensamen, ihr kennt euch aus. Das ist dann die zweite neue Baumkategorie oder die zweite neue Baumgruppe, sage ich mal. Ne, hier ab der Insel Balboa. Übrigens, sobald ihr auf der Insel Balboa wart, wird diese Insel auch im Meer freigeschalten. Das heißt, mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit strandet ihr dann auch irgendwann mal auf so einer kleinen Insel Balboa. Das heißt, auf so einen kleinen Inselableger. Das ist nicht mehr ganz die große Insel Balboa, aber immerhin, die bietet euch dann genau dasselbe, was es hier auf der Insel Balboa gibt. Bienen, Bären, sehr, sehr viel Holz, ne, hier von diesen Pinien wie von diesen Birken und so weiter und so fort. Und ja, immer mal eine Kiste und macht auf jeden Fall Spaß, auch diese Insel abzufahren. Ne, hier gibt es noch mal ein paar Waben.
Na, mit den Honeschwaben dann. Muss ich gerade mal gucken, wo es das gibt. Bin ich auch gerade mal. Ich suche das immer, ich finde das nie. Wir haben es sogar noch gar nicht freigeschaltet. Dann könnt ihr dann so was Ähnliches wie so einen Honigtopf bauen. Und diesen Honigtopf könnt ihr zum Beispiel auch essen. Oder ihr verwendet dann den Honig zum Beispiel für die Raffinerie. Das könnt ihr dann auch machen. Ne? Da könnt ihr dann euren eigenen raffinierten Sprit herstellen, ne? Wie ihr das wollt. Das war es ja eigentlich mit dem Spot. Guckt mal, wir haben hier alles abgearbeitet. Wir haben sogar die Waden, die Wadeln. Haben wir alles weggemacht. Alles cool. Und wir, meine Lieben, wir gehen weiter. Ne? So, und dann geht's wieder hoch. Wo wir hergekommen sind, genau wo wir hergekommen sind, könnt ihr euch merken, das ist das dritte Schild. Und hier geht's hoch zur Ranger Station und zum Relay oder zur Relay Station. Hier gibt's zwischendurch immer, denkt bitte dran, die grünen, wenn es grüne Blätter dran sind. Wenn es so wunderschöne grüne Blätter dran sind, dann könnt ihr die Bäume immer fällen. Na? Bitte dran trinken. So, jetzt gehen wir hier noch so einen kleinen, wie soll ich das sagen, hier so eine kleine Welle hoch. Hier kommt wieder der nächste Kollege. Na, guck mal, also die springen auch. Immer mal ausweichen. Na, links, rechts, die können euch nicht treffen. Sobald ihr ausgewichen seid, könnt ihr euch nicht mehr treffen. So. Denkt dran, die halten ein paar Treffer aus. So, und das war's. Also, die sind schon besiegbar. Die sind auch ohne Treffer besiegbar. Aber ich sag mal ganz am Anfang, wenn ihr die das erste Mal seht, dann jagen die euch schon in Heidenschrecken ein. Weil die kommen irgendwann gelaufen, haben einen riesengroßen Trigger-Radius. Und dann kommen die halt aus irgendeiner Senke hergelaufen. Und dann, ihr wisst gar nicht, wie schnell das geht und was euch da passiert. Ja, ich möchte euch nur grob vorwarnen. Ne? Sicher, sicher. Und ihr habt doch schon das vierte Schild. Geht's wieder hoch und hier geht's wieder runter, ne? Und so weiter. Also alles cool. Ihr könnt die auch ein bisschen abkürzen, wenn ihr das wollt. Zeige ich euch dann auch gerne nochmal im dritten Teil, wie ihr von der einen Station relativ schnell zur nächsten Station kommt. So, das war's. Hier gibt's den ersten kleinen Spot. Schaut mal, hier hat einer ein Zelt hingelegt und einen kaputten Motor hinterlassen. Und hier, das ist Henry's Stuff. Keep out. Ne? Das heißt, hier war einer da, der hieß Henry. Wer weiß, was es da damit auf sich hat. Dazu später mehr die Story. Ja, ich weiß nicht. Wir können die Story ganz, ganz kurz anreißen. Aber ich sag mal, rausfinden, ja, es macht eigentlich keinen Spaß, das komplett zu spoilern. Aber gut. So, und wir sind hier schon da. Schaut mal, das hier ist schon Richtung Relay Station, beziehungsweise Richtung Ranger Station. Und zwar haben sie da hier eine, vor lauter Panik, haben sie hier diese ganzen Fässer mit diesem radioaktiven Abfall, das haben sie halt hier alles hinterlassen. Und wir, meine Lieben, müssen jedes Mal, wenn wir hier raufkommen, eine kleine Jump-and-Run-Einlage machen. Ja, das geht nicht anders, das ist tatsächlich so. Und es wird immer so sein. Das heißt, ihr müsst hier wirklich schauen, dass ihr hier gut springen könnt, dass ihr euch das ein bisschen einteilt. Immer nach vorne laufen, dann springen, immer nach vorne laufen und springen. Nach vorne laufen und springen. Alles kein Problem. Sobald er halt einmal kurz hier reinkommt, es ist kein Problem. Also, das ist kein Damage over Time oder so, sondern das ist, da kriegt ihr nur ein bisschen Schaden rein und alles ist gut. Ne? Das regeneriert sich ja von alleine wieder. So, den können wir, glaube ich, auch nicht wegnehmen. Schaut mal hier, ne? Gibt es noch ein bisschen Aussicht zum Genießen. Und so war ja gut. Jetzt sieht man nicht wirklich was. Jetzt regnet es. Und hier, meine Lieben, hätten wir dann auf der linken Seite den zweiten Turm, ne? Relay Station Number 2. Und hier auf der rechten Seite, das ist die Ranger Station. Da kommen wir dann rein. Das ist das allererste, was wir angehen sollten. Wenn ihr noch nicht genügend Bären habt. Wir haben jetzt 4 Bären gefunden. Dann, ne, merkt euch die Ranger Station. Das ist so geil, ne? If you lived here, your house is gone. Ne? Wenn du hier lebst, gibt's dein Haus nicht mehr. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die Leute, die hier angespült worden sind auf der Insel Balboa, da hat schon die Apokalypse, hat hier schon stattgefunden. Das heißt, alles wurde überspült, alles wurde überschwemmt, alles ist kaputt gegangen. Und deshalb haben die hier auf der Insel, haben die hier eine Zuflucht gesucht. Ne? So, und hier gibt es auch nochmal, schaut mal, hier gibt es insgesamt nochmal 4 Bären. Jetzt gucken wir mal bei uns in den Questlog rein. Und zwar haben wir jetzt 8 Bären, beziehungsweise 8 Wildbären. Wir brauchen nur 5 für Mama. Na, kein Problem. Wir gehen hier nochmal außen rum, gucken nochmal, ob es noch ein paar Bären gibt oder so. Also alles gut, kein Problem. Hier können wir nochmal runterschauen. Wunderschön. Hier unten ist im Prinzip, ne, hier ist die kleine Einbuchtung, was ich ganz am Anfang gesagt hatte. Und hier geht es dann rein in die Ranger Station. Hier gibt es im Prinzip benötigt eine Glühbirne. Zeige ich euch dann auch, wo es die ganzen Sachen gibt. Da könnt ihr dann so eine Figur zusammenbasteln und so weiter und so fort. Und hier betreten wir das Reich
Ja, Ranger Station. Und schaut mal, was es schon gibt. Es gibt schon den ersten Bauplan. Ja, es gibt hier schon den ersten Bauplan. Das ist die Biokraftstoffraffinerie. Ihr dürft jetzt eure Motoren, sofern ihr welche gebaut habt, dürft ihr jetzt nicht nur mit Planken bestücken, sondern ihr könnt jetzt euren eigenen Sprit raffinieren. Das heißt im Prinzip mit verschiedenen Ressourcen, zum Beispiel Kartoffeln oder. Das könnt ihr dann dort reinstopfen und mit Honig zusammen vermischt. Jawohl, die Raffinerie braucht auch Honig. Ergibt sich dann dieser raffinierte Sprit und den könnt ihr dann bei euch in die Motoren reinleeren. Ist viel, viel effektiver, hält viel, viel länger und macht deutlich mehr Spaß zu produzieren. Nicht immer nur wie das Holz. Und denkt bitte dran, ihr könnt ja auch diese Rohstoffe mitnehmen. Ne? Gerade die Kunststoffe, also alles, was es hier gibt, schaut euch öfter mal hin. Ne, und so weiter, weil es gibt viele Leute, was ich gelesen habe, die übersehen das hier ganz einfach. Die denken, das gehört mit zum Inventar, gehört es aber nicht. Ihr könnt das alles mitnehmen. Hier liegt der erste Hinweis, schaut mal. Oder eine neue Notiz. Das ist das Programm. Ne, Korea, Korea, Numinos und Gimines, Gil und Bianchi und Cabrera und Gallo. Das sind im Prinzip die vier Grüppchen, die hier, wie soll ich das sagen? Ich glaube, die hier Wache gehalten haben oder so. Oder zumindest immer mal Patrouille gelaufen sind. Die haben sich dann so ein bisschen zusammengelegt und haben dann hier, ja, wie soll ich das sagen, und haben dann hier nacheinander immer so ein kleines, ja, so ein Programm aufgezogen, ne? Oder haben Wache gehalten oder. So, hier oben gibt es noch eine Kiste. Einfach hier auf den Sessel drauf. Einfach auf den Sessel drauf und dann hier oben, ne, die Kiste abgegriffen. So, Kartoffeln drin, also ein bisschen was zum Essen. Und hier, ihr braucht eigentlich nicht hier hoch. Ist eigentlich Gott, ich war, glaube ich, schon mal hier oben. Also ist egal, weil ihr findet hier oben nichts. Das war's. Aber ganz wichtig, meine Lieben, ist das hier. Schaut mal. Das ist die Wand. Da braucht man ein Brunus-Sägeblatt dazu. Wir brauchen Brunus-Hammer und wir brauchen Brunus-Schraubenschlüssel. Und ohne diese Sachen können wir hier die Wand nicht lösen. Ja, weil das ist wie ein kleines Rätsel. Guckt mal, die Wand hängt davor. Das heißt, im Hintergrund der Wand muss es noch irgendwas geben. Und bevor das jetzt losgeht, machen wir Folgendes. Wir werden jetzt noch. Weil schaut mal, es wird schon wieder Abend. Da mache ich wieder einen kleinen Schnitt rein. Wir werden jetzt noch schnell auf den ersten Turm raufgehen. Das ist im Prinzip nicht mal mehrere Stockwerke verteilt. Ihr müsst einfach nur die Treppen hochlaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Einfach nur die Treppen hochlaufen. Ist eigentlich kein großer Akt. Grafisch erinnert mich das hier immer wieder so ein ganz kleines bisschen an Borderlands. Gerade die Stufen und so weiter und so fort. Das sieht fast so aus. Ist eigentlich kein guter Vergleich, aber trotzdem. Erinnert mich immer so ein ganz kleines bisschen an die Treppen, die Geländer, die Stufen, sieht genauso aus von der Grafik. So, und dann sind wir hier schon an der Relay Station Number 2, ne, beziehungsweise an der ersten. Hier gibt es noch ein bisschen Zeug abzustauben außen. Ne, schaut euch ganz, ganz Ruhe um. Guckt, es ist mittlerweile schön verwachsen hier alles. Das war im Prinzip, wie soll ich das sagen? Also, diese Station wurde nicht für kommerzielle Zwecke genutzt, sondern diese Station wurde wirklich genutzt, wenn hier zwei Leute drin gewohnt oder gelebt haben. Guckt mal. Dann haben die hier, ne, dann haben die hier einfach gelebt, ne? Dann haben die sich hier ein schönes Leben gemacht, ausgeruht und so weiter und so fort. Und da drüben sieht man ja die nächste Station und irgendwo hier unten, guck mal, da ist dann auch schon. Das ist die 4 und hier drüben, das ist die 6. Ne, das ist die 6 und das ist die 4. Also hier gibt es eine Besonderheit, schaut mal, da ist eine Brücke oben. Da müssen wir dann irgendwie erstmal gucken, dass wir die Brücke runterbringen. Und da oben, schaut mal, da oben gibt es auch so eine kleine, wie soll ich das sagen, so eine kleine Lokalität. Das besuchen wir dann auch nochmal. Jetzt gehen wir erstmal rein. Und jetzt ist es ganz wichtig, die Kunststoffe aufheben, den Hinweis aufnehmen. So, jetzt hat schon der Bruno ein bisschen was erzählt. Ne? Vor 3 Monaten haben meine Schwester Astrid und ich in der die Ranger-Station auf Balboa übernommen. Das heißt, die Ranger-Station von Astrid. Ach so, doch, von Astrid und Bruno. Ne? Wir haben uns um die Bärenpopulation gekümmert und die Sendetürme in Betrieb gehalten. Die nächste Schicht sollte schon vor Wochen beginnen, aber der Ersatz tauchte nie auf. Henry schlug vor, dass ich anfangen sollte, Dinge aufzuschreiben, nachdem Astrid verschwunden war, damit ich mich nicht mehr so einsam fühle. Bruno, das heißt im Prinzip, hier ist sogar dann jemand verschwunden. Ne, die liebe Astrid ist hier verschwunden oder Bruno macht sich jetzt richtig, richtig Sorgen. So, wir brauchen jetzt mal ganz dringend noch eine Kleinigkeit zu essen. Hauen wir uns gerade noch was hinten rein. Ich würde sagen, ja, kommt, hier gibt es sogar mal Kartoffeln. Die gönnen wir uns jetzt auch. Und wichtig, meine Lieben, wenn ihr schon an dieser Ranger Station seid, bedient bitte hier das Teil, weil jetzt gehen die Antennen hier auch an. Und das heißt, 1 von 3 Relaisstationen sind jetzt aktiv. Hier oben gibt es noch ein bisschen was zu mitnehmen.
ne, und so weiter und so fort. Ist eigentlich relativ simpel gehalten. Und wenn ihr noch wirklich ein bisschen was abstauben wollt, dann folgt mir mal bitte. Das wird auch meistens übersehen. Es ist nicht immer eine Kiste da. Aber, ne, müssen wir hier noch hoch. Es ist durchaus möglich, dass Es ist durchaus möglich, dass sich oben auf dem Dach, immer auf dem Sims vorne, eine Kiste befindet. Und wenn ihr wirklich alles mitnehmen wollt, dann guckt auch hier hoch und guckt, dass ihr hier oben diese Kiste mitnehmen könnt. Beziehungsweise, dass ihr die Kiste mitnehmen, weil da gibt es immer mal ganz toll Loot drin. Es kann auch durchaus mal sein, dass ihr da ein Essensrezept drin findet oder für den Smoothie Maker ein anderes Rezept. Kann durchaus sein, dass auch sich der Stuff da drin befindet. Wir machen es jetzt so, ich mache jetzt noch einen kleinen Schnitt rein. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, treffen wir uns nochmal und wir laufen von hier aus, wenn es Tag wird, laufen wir von hier aus wieder zum Rev, damit ihr auch den Weg zurückfindet. Okay, kleiner Schnitt, bis gleich. So, meine Lieben, und dann kommen wir zum letzten kleinen Part. Einen wunderschönen guten Morgen erstmal. Wir haben hier oben die Nacht so halbwegs überlebt. Ich habe dann hier unten nochmal versucht, ein ganz kleines bisschen zu farmen. Ich habe da noch einen Bär erlegt und so weiter und so fort. Und ja, leider sind wir dabei auch irgendwo ganz schräg runtergefallen. Ja, erstmal egal. Ich zeige euch jetzt von hier die kleine Abkürzung nach Hause, weil ihr müsst ja nicht mehr den kompletten Weg, den kompletten langen Weg nach Hause nehmen. Also, dann machen wir es aber so. Wir gehen hier trotzdem nochmal so gut wie es geht hier den Turm runter, den könnt ihr auch ein ganz kleines bisschen abkürzen, einfach zwischendurch runterspringen und dann seid ihr ja hier, ne, in Verbindung mit der Ranger-Hütte und dann lauft ihr den Weg ganz einfach wieder vor und jetzt sagt ihr euch, oh, jetzt muss ich da wieder drüber springen und so. Nein, ihr müsst es nicht. Ihr müsst nicht. Ihr könnt euch hier auf der rechten Seite, schaut mal, hier könnt ihr euch einen kleinen Vorsprung verschaffen, indem ihr hier einfach hier hochspringt und hier bitte an der Wand, einfach an der Wand langsam runter, okay? Immer mal gegendrehen und dann hier immer Stück für Stück, immer wirklich peu à peu schön langsam runter. Und das kostet euch keinerlei Trefferpunkte, ne? Und dann steht er schon hier unten in der Nähe vom vorletzten Schild, sage ich mal. Beziehungsweise hier in der Nähe von dem kleinen Spot, wo ich vorhin gesagt hatte, okay, alles klar. Das ist Henry's Stuff, keep out. Und dann seid ihr schon hier an dem Schild. Ne? Ganz, ganz einfach hier Relay Station 4, Relay Station 2. Ne? Das sind dann die verschiedenen Abzweigungen. Hier könnt ihr dann zum Beispiel auch nochmal in den Wald direkt reinlaufen auf die Insel. Ist aber kein Problem, ich möchte euch hier nochmal den Weg von der Abkürzung von der Tafel, von dem kleinen Spot nach Hause zeigen. Dann lauft einfach bitte hier den Weg lang. Immer lang laufen, keine Sorge. Der Weg geht einfach fast kerzengerade hier lang. Mal kerzengerade, ja gut, das ist erst so ein Ausdruck, ne? Und, ne, ihr habt da Relay Station, Relay Station. Das heißt, alles beides ist eigentlich totaler Quatsch. Wir hatten hier unten die Bienen entdeckt vorhin. Und ich würde sagen, wir laufen dann hier Richtung Relay Station 4 und 6 und laufen hier wieder nach Hause, ne? Haltet euch bitte an die Schilder und wenn ihr beim Laufen von dem einen an das andere Schild kommt, ist das alles kein Problem. Hier vorne kommt dann das nächste Schild. Ich habe schon die kleine Silhouette gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erblickt habt. Hier, guckt mal. Also ganz, ganz einfach. Ne? Und am vorletzten Schild, meine Lieben, einfach wieder Richtung Relay Station Nummer 4 laufen. Denkt bitte daran, ihr braucht hier nicht irgendwo hoch oder runter zu laufen, sondern lauft einfach hier den Schildern lang. Hier gibt es dann wieder eins, guckt mal. Ne? Und ihr habt dort die Abzweigung, das ist das allererste Schild, wo ihr dann ankommt, Ranger Station und Relay Station. Und ihr lauft hier einfach wieder hier runter. Ne? Und dann seid ihr auch schon bei euch am Rev dran. Wir gehen aber noch nicht zum Rev, meine Lieben, weil wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir möchten hier oben jetzt Mama Bär hier mit den Wildbären mischen wir hier eine kleine Aufmerksamkeit bereiten. Schaut mal, wir werden die Bären benutzen. Und da kommt Mama Bär und schaut mal, die greift uns gar nicht mehr an. Schaut mal, die greift uns nicht mehr an. Na, die isst sie einfach. Die haut hier rein. Die hat Hunger. Die hat einfach nur Hunger. Und genau deshalb hat die uns angegriffen. Und wir, meine Lieben, haben jetzt hier Zugang zu ihrer Höhle. Guckt mal, die isst. Und wir dürfen hier rein. Guckt mal, was es hier alles so Schönes gibt. Also, deshalb haben wir die Schaufel mitgenommen. So ein bisschen was zum Aufgraben hätten wir. Schmutz ohne Nagel. Dann gehen wir es mal außen rum an. Weil ganz zum Schluss gibt es wie immer den absoluten Jackpot. Und dann gehen wir hier noch. Ne? Es gibt Pilze, es gibt sehr viel Schmutz. Immer noch das, dies oder das. Ein bisschen Schrott. Und hier, meine Lieben, das ist die Hauptsache. Als erstes eine Kiste. Mal gucken, was drin ist. Sieht aus wie eine Werkzeugkiste. Wir machen sie auf. Und da drin gibt es ganz viel Stuff. Ne? Habt ihr gerade gesehen. Metallbarren, Glas, Scharniere und so weiter und so fort. Wir haben auch hier schon Zugang zu einer neuen Waffe. Das ist die Machete.
Und hier, meine Lieben, haben wir auch den dementsprechenden Bauplan dazu. Also, wir haben jetzt alles gefunden. Ganz wichtig, warum wir die Machete hier brauchen, weil wir zum Turm Nummer 6 oder zur Relay Station Nummer 6 brauchen wir die Machete, weil wir da durch eine Höhle durch müssen. Die ist sehr, sehr dunkel und ist mit Ranken komplett zugewachsen. Und da brauchen wir die Machete scharf genug, um die Vegetation zu zerkleinern. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier dann die Machete bekommen. Das ist die, ja, das ist jetzt die neue Waffe, macht auch mehr Schaden wie ein Speer und so weiter und so fort. Und wir laufen ganz einfach wieder runter zu unserem Raft, gönnen uns nochmal eine Kleinigkeit zu trinken. Ich würde dann mal sagen, 2-3 Mangos noch rein. Haben wir noch was zu essen mit? Natürlich haben wir noch was zu essen mit. Aber wie gesagt, die Nacht haben wir dort oben komplett überlebt. Mehr schlecht als recht, aber immerhin. Und hier, meine Lieben, sind wir dann wieder beim Raft. Das heißt, was haben wir heute geschafft? Wir haben heute beim zweiten Teil des Guides zu Balboa haben wir heute geschafft. Wir waren bei der Relay Station und wir waren dann auch zeitgleich mit auf dem Relay Station Nummer 2 und wir waren dann auf dem Ranger Station. Alle beide Locations haben wir heute so ein bisschen, leer gelootet, sage ich mal, haben so ein ganz kleines bisschen die Story verfolgt und im nächsten Step, beziehungsweise im nächsten Part, im Part 3, werden wir dann die anderen zwei Relay Stations abgehen, werden dort nochmal looten, dann werde ich euch die kleine Mechanik zu der Brücke zeigen und dann, meine Lieben, gehen wir dann hoffentlich mit dem letzten Stuff, was wir dort bekommen haben, gehen wir dann nochmal zur Ranger Station und klären das alles auf. Okay, meine Lieben, bisher herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich richtig freuen, wenn auch im dritten Teil hier meines kleinen Guides zu Balboa hier wieder mit dabei seid. Herzliche Grüße, bleibt schön gesund, euer Zanto. Ciao, ciao.